Hassler, ist mein Bruder da? Ich muss ihn sprechen. Dringend! Ihr Bruder. Sagen Sie, dass Sie mich nicht finden können. Ich bin irgendwo auf dem Gelände. Hallo, hören Sie? Herr Hassler ist nicht im Haus. Wahrscheinlich irgendwo auf dem Gelände. Tut mir leid, ich kann hier nicht weg. Bitte versuchen Sie es morgen nochmal. Auf Wiederhören. Unbeherrscht wie immer. Liegt noch was vor? Nichts weiter. Dann können Sie jetzt gehen. Dankeschön. Gino, aufpassen. Platz. Fuß. Entschuldigen Sie, aber... Sitz! Ach, Sie sind es. Ich habe da was schießen gehört. Und dann habe ich das Licht hier gesehen. Ich war im Auslieferungslager. Da habe ich auch was gehört. Und als ich hier reinkam, lag der Tote da. Und sonst war niemand hier? Weiß ich nicht. Ich habe niemanden gesehen. Ihr Geschäftsschluss? Um 18 Uhr. Für alle Mitarbeiter? Und manche gehen früher. Und warum waren Sie noch hier? Ich hatte noch zu tun. Ich selber gehe selten vor 19 Uhr hier weg. Sie haben einen Großhandel hier? Ja, ich beliefere Sanitär- und Installationsfirmen. Und als die Schüsse fielen, hielten Sie sich hier im Lager auf? Ich hatte noch einen Kunden. Eine Dreiviertelstunde nach Geschäftsschluss? Ja, er hatte angerufen und gefragt, ob er später kommen könnte. Er brauchte dringend Waschbecken und Zubehörteile. Und dieser Kunde hat die Schüsse gehört? Ja, er sagte sogar, das müsste hier ganz in der Nähe gewesen sein. Und Sie sind dann in Ihr Büro gegangen und haben den Toten entdeckt? Ja. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh ja, sehr oft. Fast mein ganzes Leben lang. Es ist mein Bruder. Sie sagen es ohne große Anteilnahme. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. War Ihr Bruder bei Ihnen beschäftigt? Früher mal, aber das ist einige Zeit her. Chef, der Wachmann fragt, ob er noch gebraucht wird. Er muss eine Runde machen. Lassen gehen. Ja, dann würden wir jetzt ganz gerne mit Ihren Zeugen sprechen. Mit dem Kunden, der die Waschbecken kaufen wollte. Dieser Kunde muss doch bestätigen können, dass Sie im Lager waren, während die Schüsse fielen. Tja, als ich hierher zurückkam, war er nicht mehr da. Ohne sich dafür zu interessieren, was nebenan passiert war? Etwas seltsam, finden Sie nicht? Das stimmt, aber... Wie heißt denn der Kunde? Keine Ahnung. Er war schon ein paar Mal hier, aber... Dann können Sie den Mann wenigstens beschreiben.
Er war mittelgroß, durchschnittliches Gesicht, keine besonderen Merkmale. Diese Beschreibung dürfte auf einige Tausende zutreffen. Er hat noch gesagt, dass er schon ein paar Mal bei mir gekauft hätte. Aber nach seinem Namen haben Sie nicht gefragt. Bevor ich dazu kam, fielen schon die Schüsse. Der Kunde ist ja sicher mit einem Wagen gekommen. Haben Sie den gesehen? Ja, das war so ein Kastenwagen. Dunkelblau oder dunkelgrün. Auf der Seite stand Sanitär- und Heizungstechnik. So ungefähr. Was geben Sie mir für einen Rat? Wir müssen von ein paar Tatsachen ausgehen, die aus der Sicht der Ermittlungsbehörden gegen Sie sprechen, Herr Hassler. Ihr Bruder wurde in Ihrem Büro gefunden und er ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch dort erschossen worden. Zu einem Zeitpunkt, in dem sich nach Ihrer eigenen Aussage nur Sie und dieser unbekannte Kunde in Ihren Firmenräumen aufhielten. Warum ist Ihr Bruder zu Ihnen gekommen? Waren Sie mit ihm verabredet? Eine halbe Stunde bevor er kam, hat er bei mir angerufen. Und, was hat er gewollt? Das Gespräch hat meine Sekretärin entgegengenommen. Was er wollte, hat er nicht gesagt. Die Polizei hat Sie doch sicher gefragt, was für ein Verhältnis Sie zu Ihrem Bruder hatten. Ja. Und das war nicht gut, das habe ich auch gesagt. Wir waren zu verschieden, wir hatten sehr oft Streit. Wir müssen Ihren Zeugen finden, Herr Hassler. Den Kunden mit dem Kastenwagen. Und zwar schnell. Draußen in Neu-Isenburg, das ist unser Auslieferungslager. Und Sie leiten hier das Stadtbüro? Mhm, ja. Ihr Mann erzählte uns, dass Sie kurz vor Geschäftsschluss noch einen Anruf hatten. Ja, ein Kunde rief an und fragte, ob wir Waschbecken auf Lager hätten. Waschbecken eines bestimmten Modells. Dann fragte er noch, ob er die Ware auch nach Geschäftsschluss abholen kann. Ich sagte, dann müsse er in unserem Auslieferungslager anrufen. Das muss er dann ja wohl auch getan haben, denn eine Stunde später war er mit seinem Lieferwagen bei meinem Mann. Nur leider hat Ihr Mann keinen Zeugen, der das bestätigen kann. Aber der Kunde hat doch sicher seinen Namen genannt, als er hier anrief. Es klang so wie Dorbasch oder Kohlhaas oder so ähnlich. Normalerweise schreibe ich mir den Namen auf, aber... Sie haben doch sicher eine Kundenkartei. Ja. Wie viele Kunden haben Sie denn? So ungefähr. 800 bis 900. Dann hole ich mir erstmal was zu trinken und mache mich dann an die Arbeit. Zu trinken haben wir etwas da. Möchten Sie Saft oder Bier? Bier wäre nicht schlecht. Geschoss Nummer 1 ist zwischen dem 3. und 4. Rippenbogen eingedrungen und im Brustkorb des Opfers stecken geblieben. Nummer 2 hat das Schläfenbein in Höhe der Gehörgangöffnung durchschlagen und Geschoss Nummer 3 haben wir aus der Schrankwand gezogen. 3 bis 4 Minuten bevor die Schüsse fielen, hat dieser angebliche Kunde das Auslieferungslager betreten. Ah. Der Abhandengekommene. Ist recht so? Das trifft die Sache schon eher. Aber Sie haben sich doch sicher nicht wegen solcher Kleinigkeiten hierher bemüht. Sie haben gesagt, dass mein Besuch sich lohnen wird. Ja, was Sie versprechen, das halten wir auch. Was ist das? Eine Aussage der Sekretärin Ihres Mandanten. Vor 14 Tagen wurde sie Zeuge in einer Auseinandersetzung zwischen Ihrem Mandanten und dem späteren Opfer. Die beiden standen sich auf der Laderampe des Auslieferungslagers gegenüber. Der Bruder drohte Ihrem Mandanten mit den Worten... Darf ich mal? Ich hab schon. Eines Tages packe ich aus, dann bist du dran. Dann kannst du dir einen Strick nehmen. So wortwörtlich das spätere Opfer. Würden Sie mir davon bitte eine Fotokopie machen lassen? Bei aller Freundschaft, Herr Dr. Renz, aber da muss ich erst den Staatsanwalt fragen. Ja, dann eben nicht. Warum kommen Sie eigentlich nicht mal zu unserem Pokerabend? Ja, jeden Donnerstag. Gasthaus Schwan in Eckenheim. Kommissar Stockhaus ist übrigens auch dabei. Der Leiter des Falschspielkommissariats, wenn ich nicht irre. Ja, Sie irren nicht. Ich glaube nicht, dass ich da eine Chance habe. Die Tricks, mit denen da gespielt wird, habe ich nicht drauf. Das sollte man eigentlich zu Protokoll nehmen. Herr Dr. Renz erklärt vor Zeugen, dass es Tricks gibt, die er nicht drauf hat. Herr Lobschatz? Worum geht's denn? Standen Sie vorgestern mit Ihrem Lieferwagen vor dem Auslieferungslager der Firma Hassler? Wie kommst du denn darauf?
Sie haben noch einen Sanitärbetrieb. Ja, Tom, ich bin beim Sanitärbetrieb beschäftigt. Als Klempner. Hallo. Verschwinde. Aber Sie stehen in der Kundenkartei mit Namen und Anschrift. Ich habe da mal was gekauft. Für mich selber und mal für einen Nachbarn. Und vorgestern waren Sie nicht zufällig da und haben... Ich hab doch gesagt, es soll verschwinden. Nettes Kerlchen. Ich bin seit 14 Tagen krankgeschrieben. Bei mir tut sich im Augenblick überhaupt nichts. Dann entschuldigen Sie bitte. Und gute Besserung. Sind Sie vom Arbeitsamt? Sehe ich so aus? Herr Sowitz? Ja, was wünschen Sie? Ihre Frau sagte mir, dass Sie hier auf der Baustelle wären. Warum soll meine Frau nicht auch mal recht haben? Nur mal eine Frage. Beziehen Sie Ihr Material von der Firma Hassler, Sanitär- und Installationsbedarf? Ja, schon lange nicht mehr. Und Sie waren auch nicht ausnahmsweise vorgestern im Auslieferungslager? Auch nicht ausnahmsweise. Danke, das war's schon. Wir sind alte Kunden. Mein Vater hat schon bei Hassler gekauft. Und wann waren Sie zum letzten Mal da? Wenn Sie es genau wissen wollen, dann muss ich nachgucken. Vielleicht können Sie es so ungefähr sagen. Vor 3 Wochen etwa. Ja, könnte hinkommen. Was meinte Ihr Bruder, als er sagte, dass Sie sich einen Strick nehmen könnten, wenn er auspacken würde? Ich habe Sanitärarmaturen, Handbrausen, Wasserhähne aus dem Ostblock bezogen unter Umgehung der Einfuhrbestimmung. Sie wissen wahrscheinlich nicht, wie es im Handel heutzutage zugeht. Ich kann es mir vorstellen. Mein Bruder war... Ich hatte mein Leben lang Schwierigkeiten mit ihm. Weil er nicht so wollte wie Sie, oder? Er war unzuverlässig. Er machte Versprechungen, um sie am nächsten Tag wieder zu vergessen. Trotzdem haben Sie ihn bei sich beschäftigt. Vor noch gar nicht so langer Zeit. Vor 10 Jahren ist er nach Kanada ausgewandert. Er glaubte, das große Geld zu machen. Typisch für ihn. Anfang des Jahres kam er dann zurück, ohne einen Pfennig. Natürlich habe ich ihm Arbeit gegeben, aus Mitleid. Aber es ist nicht lange gut gegangen. Nur wegen seiner Unzuverlässigkeit? Er versuchte, den Chef zu spielen. Er gab Anweisungen. Und mir sagte er, ich hätte keine Ahnung, wie so ein Betrieb zu führen sei. Da haben Sie ihn entlassen. Entschuldigung, passiert mir sonst nicht. Macht nichts, warten Sie. Ist was? Ich bin beeindruckt. Würde mir jetzt ein Schauer über den Rücken laufen. Wäre doch nicht schlecht. Vielleicht ein andermal. Haben Sie den Bruder Ihres Mannes eigentlich gekannt? Ich habe ihn erst nach seiner Rückkehr aus Kanada kennengelernt. Und, wie war er? Wie meinen Sie das? War er wirklich so ein Versager, wie Ihr Mann behauptet? Er war nicht sehr stark, das stimmt. Er suchte immer Anschluss an Menschen. Gleichzeitig hatte er Angst, er könnte ihnen lästig werden. Dabei war er sehr liebenswert. Ich glaube, er fand sich nur irgendwie im Leben nicht zurecht. Und deswegen hat Ihr Mann ihn verachtet? Für meinen Mann zählen nur Tatsachen. Was er schafft und erreicht. Und was zählt für Sie? Ein weites Feld. Jedenfalls war es nicht mein Lebensziel, anderen Leuten Badezimmer vorzuführen. Das klingt nicht gerade nach dem großen Glück. Gibt es das? Brauchen Sie die Unterlagen? Nein. Herr Matilla. Guten Tag. Ich habe schon versucht, Sie zu erreichen. Ich war den ganzen Tag in Ihrer Sache unterwegs. Und, haben Sie den Mann gefunden? Ich habe alle Kunden besucht, die vom Namen her in Frage kommen. So ungefähr 2 Dutzend. Aber es war keiner dabei, der in den letzten Tagen in Ihrer Firma war. Und auf keinen von Ihnen passte Ihre Beschreibung.
Ja, dann muss der doch anders geheißen haben. Warum kannst du dich nicht erinnern? Warum hast du den Namen nicht aufgeschrieben? Ich bekomme jeden Tag 3 Dutzend Anrufe. Wenn einer nur nach dem Artikel fragt... Es tut mir leid, ich wollte dich nicht beschuldigen. Es ist nur eben sehr schwer, das alles alleine durchzustehen. Ich bin auch allein. Ich glaube, ich gehe jetzt. Falls Ihnen noch was einfällt, ich komme morgen noch mal vorbei. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Matula. Wiedersehen. Was starrst du mich so an? Ich starr dich nicht an. Und Matula, glaubt ihr, dass der Kunde bei mir war? Das weiß ich nicht. Sanitärbedarf Hassler? Herr Matula? Ist noch etwas? Ich verstehe. Ja, dann vielleicht um 18 Uhr? Oder besser 18.30 Uhr. Ja. Ja, das kenne ich. Ich werde da sein, bestimmt. Ja. Wiederhören. Wer war denn dran? Ein Kunde. Wegen einer Rechnung. Manchmal genügt ein Satz, den man zufällig aufschnappt, um den ganzen Trübsinn einer Beziehung zu erkennen. Psychologe sind Sie also auch? Nein. Ich habe nur ein bisschen was gelernt, weil ich selber oft genug was aufs Dach bekommen habe. Trübsinn ist schon der richtige Ausdruck. Eine ziemlich klägliche Beziehung. Die nur noch vom Klingeln der Ladenkasse zusammengehalten wird. Vielleicht. Aber ich möchte nicht weiter darüber reden. Weil ein kleiner Detektiv, der sein Bier verschüttet, kein Gesprächspartner für Sie ist? Warum wollten Sie sich mit mir treffen? Der Kunde, der mit Ihrem Mann im Auslieferungslager gewesen ist. Gibt es den? Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Aber er soll doch mit Ihnen telefoniert haben. Wegen der Waschbecken. Ich weiß nur, dass mein Mann niemanden umbringen könnte. Der Zeuge ist eine Erfindung. Eine Erfindung Ihres Mannes. Stimmt's? Ich glaube, in einer solchen Situation versucht man einfach, dem anderen zu helfen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihrem Mann mit Ihrer Aussage geholfen haben? Es tut mir leid, dass ich überhaupt etwas gesagt habe. Ich glaube, dass Sie mir noch mehr sagen werden. Mein Büro ist rund um die Uhr geöffnet. Du hast dir die Dame nach allen Regeln der Kunst vorgenommen. Mit einem männlichen Charme und einem speziellen Einfühlungsvermögen für Frauen. Ist was? Hast du was gegen mich? Ja. Du hast 2 Tage nach einem Zeugen gesucht, ohne ihn zu finden. So was soll passieren. Heute Nachmittag hat die Polizei den gesuchten Zeugen vernommen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Vielleicht hörst du dir mal an, was er gesagt hat. Blödsinn, es gibt keinen Zeugen. Hier ist das Vernehmungsprotokoll. Darf ich? Bitte. Vor der Kriminalpolizei Frankfurt am Main hat Herr Walter Lobschatz, Böckenrieder Allee 22, heute folgende Aussage gemacht. Lobschatz? Ja, Lobschatz. Böckenrieder Allee? Nummer 22. Da war ich, den Mann habe ich gefragt. Was hast du gefragt? Ob er an dem betreffenden Abend bei Hassler war, das hat er entschieden verneint. Vor der Polizei hat er ausgesagt, dass er neben Hassler im Lagerraum stand, als die Schüsse fielen. Das ist doch eine faule Sache. Das stinkt doch zum Himmel. Wie meinst du das? Wie seid ihr auf diesen Zeugen gestoßen? Nachdem du dich vergeblich bemüht hast, ist Hassler seine Kartei noch mal durchgegangen. Anschließend hat er ein paar Kunden aufgesucht. Ach ja. Und einen davon hat er dann mit Geld und guten Worten zum Zeugen gemacht. Das ist üble Nachrede. Das weißt du. Das ist mir scheißegal, wie du das nennst. Ich werde beweisen... Tu, was du nicht lassen kannst. Aber ich darf dich an deinen Auftrag erinnern.
Du solltest für meinen Mandanten einen Zeugen finden. Der Zeuge ist gefunden, also ist dein Auftrag erledigt. Na, Herr Lobschatz? Sie? Immer noch krankgeschrieben? Bloß heute noch. Tut mir leid für Sie. Sie sind doch vom Arbeitsamt. Vielleicht gehe ich da mal hin. Da gibt's sicher allerhand zu tun. Was ich hier mache, ist eine reine Gefälligkeit. Für Kegelbruder. Das sind die nettesten Brüder. Mich interessiert Ihre Schwarzarbeit nicht. Ich bin Privatdetektiv. Ich will wissen, was Sie der Polizei über Ihren Besuch in der Firma Hassler erzählt haben. Ja, dass ich im Lager war und die Schüsse gehört habe und der Chef, der Hassler, neben mir stand. Und warum haben Sie gleich danach die Kurve gekratzt? Ohne die Waschbecken mitzunehmen, die Sie so dringend brauchten. Ich habe gedacht, ich wäre da vielleicht in was reingezogen. Bevor Sie ins Auslieferungslager gefahren sind, haben Sie im Stadtbüro angerufen, ob die Ware da ist. Das ist wahr. Die Frau des Herrn Hassler, die das Stadtbüro leitet, weiß nichts von diesem Anruf. Da kann ich doch nichts dafür. Dann gibt's da noch eine Unklarheit. Herr Hassler erzählte uns, Sie seien mit einem Kastenwagen gekommen. Dunkelgrün oder dunkelblau. Sie haben doch keinen. Woher haben Sie den? Sie wollen mir einen Strick drehen, das merke ich. Den Strick drehen Sie sich selber. Was hat Herr Hassler Ihnen gezahlt? Warum sollen die mir was gezahlt haben? Damit Sie eine Aussage machen, die ihn entlastet. Ich sage überhaupt nichts mehr. Sie reden lieber mit der Polizei, wie Sie wünschen. Aber dann wird sich die Polizei auch für Ihre Schwarzarbeit interessieren. Was wollen Sie ihn hören? Die Wahrheit, Herr Lobschatz. Nichts als die Wahrheit. Guten Tag. Sie sagten, Ihr Büro sei rund um die Uhr geöffnet? Naja, Büro ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Bitte. Darf ich? Danke. Setzen Sie sich irgendwo hin. Oh. Erzählen Sie. Deswegen sind Sie doch gekommen. Ja. Ist gar nicht so einfach. Heute Morgen waren wieder diese beiden Polizeibeamten da. Sie haben mich nochmals nach dem Anrufer gefragt. Sie wissen schon, der Mann mit dem Waschbecken. Und, was haben Sie gesagt? Dass es den Anruf nie gegeben hat. Ich konnte nicht anders. Auch rein? Ja, bitte. Danke. Weiß jemand schon, was Sie der Polizei gesagt haben? Als er nach Hause kam, habe ich es ihm gesagt. Wie hat er reagiert? Wie ein Gentleman. Warum lebt eine Frau wie Sie mit so einem Mann zusammen? Das alte Lied. Zuerst macht man sich etwas vor. Dann dem anderen. Sie hatten große Eile, meinen Mandanten festzunehmen. Darf ich weiter essen? Guten Appetit. Danke. Tja, wir waren zu dieser Festnahme gezwungen. Zuerst hat die Ehefrau ihres Mandanten ihre Aussage zurückgezogen. Tatsächlich hat sie auch an dem Tatabend keinen Anruf des möglichen Entlastungszeugen erhalten. Otto, bring doch mal ein Bier mit. Für Sie auch? Dr. Renz trinkt kein Bier. Das schon. Nur nicht aus Pappbecher. Wir werden für Sie ein Glas anschaffen. Darf es Kristall sein? Bleikristall, bitte. Und dann hat Ihr ehrenwerter Zeuge ebenfalls den Rückzug angetreten. Er ist an dem Tatabend nicht in das Auslieferungslager Ihres Mandanten gefahren, sondern hat vielmehr den Abend bei Frau und Kind zu Hause verbracht.
Sie haben ihn sicher gefragt, warum er zuerst eine andere, entlastende Aussage gemacht hat. Ihr Mandant hat ihn um diese kleine Gefälligkeit gebeten. Der Mann, ein einfacher Klempner, hat sich nicht getraut, ihm die Bitte abzuschlagen. Geld ist möglicherweise auch mit im Spiel gewesen, aber das hat er uns natürlich nicht verraten. Ein schöner Erfolg für Sie. Wenn Sie Lust haben, können Sie uns gratulieren. Ich sagte Erfolg, nicht Sieg. Vor einem Jahr kam mein Schwager aus Kanada zurück. Er besuchte uns oft. Mit seiner fröhlichen, ungezwungenen Art kam etwas Leben in unser Haus. Ich freute mich jedes Mal mehr, wenn er kam. Naja, und eines Tages... Da machte es Klick oder Klack und zwei Herzen hatten sich gefunden. Warum sagen Sie das so spöttisch? Haben Sie etwas gegen Zärtlichkeit, Zuneigung? Entschuldigen Sie. Eigentlich ging es mehr von meinem Schwager aus. Er hat mich irgendwie mitgerissen mit seinem Gefühl. Bei mir war es mehr eine Flucht. Ich wollte raus. Raus aus meiner Ehe. Möchten Sie noch einen? Ja. Wir hatten eine wunderbare Zeit. Bis Ihr Mann dahinter kam. Ja. Er reagierte wie ein Besessener. Er schlug mich und bedrohte seinen Bruder. Aber Sie haben die Beziehung fortgesetzt. Wir waren sehr vorsichtig. Aber wir haben uns weiter getroffen. Dann hat jemand die Sache neulich abends in seinem Büro ein für alle Mal beendet. Herr Sidney, bitte Apparat 126. Herr Hassler? Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Wenn Sie noch irgendetwas brauchen? Ich melde mich. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Haben Sie mit diesem Lobschatz gesprochen? Ich werde zu ihm gehen. Warum widerruft er seine Aussage? Wie kann er sowas machen? Und meine Frau, warum sagt sie plötzlich, dass sie diesen Anruf nicht bekommen hat? Darüber habe ich lange nachgedacht, Herr Hassler. Sie muss doch wissen, dass sie mir damit schadet. Vielleicht ist das Ihre Absicht. Halten Sie das für möglich? Ich habe ihr nie etwas getan. Was führen Sie für eine Ehe? Sie können natürlich sagen, dass mich das nichts angeht, aber... Wir leben schon seit längerer Zeit nicht mehr wie früher zusammen. Wir haben uns voneinander entfernt. Wie weit haben Sie sich voneinander entfernt? Wir schlafen seit 2 Jahren in getrennten Zimmern. Auf Wunsch Ihrer Frau? Ja. Und dass es da vielleicht einen anderen Mann gibt? Wie kommen Sie darauf? Es hat einen anderen Mann gegeben, Herr Hassler. Ihren Bruder. Bis zu seinem Tod war Ihre Frau seine Geliebte. Das glaube ich nicht. Das ist nicht wahr. Ich hatte auch gehofft, dass es nicht wahr ist. Aber Ihre Frau hat der Polizei Briefe vorgelegt, die Ihr Bruder an Sie geschrieben hat. Briefe, die eine eindeutige Sprache sprechen. Ich habe mal geglaubt, dass ich ohne Sie nicht... Ich habe mich ihretwegen von meiner ersten Frau scheiden lassen. Warum tut sie das alles? Warum zeigt sie der Polizei Briefe?
Wahrscheinlich, weil sie glaubt, dass Sie Ihren Bruder getötet haben. Die Polizei glaubt das auch. Sie glaubt jetzt, Ihr Motiv zu kennen. Ich möchte zu Herrn Lobschatz. Vielen Dank. Herr Lobschatz? Ja? Guten Tag. Mein Name ist Renz. Ich bin der Anwalt von Herrn Hassler. Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe. Aber manchmal fällt einem vielleicht noch was ein, was man zufällig vergessen hat. Ich habe zu arbeiten. Ich werde Sie nicht davon abhalten. Ich möchte Ihnen nur etwas erzählen. Herr Hassler, den Sie kennen, ist gestern Vormittag festgenommen worden. Polizei und Staatsanwaltschaft sind sicher, dass er seinen Bruder erschossen hat. Und das Gericht wird sich dieser Meinung wohl anschließen. Das könnte für Herrn Hassler bedeuten, dass er für viele Jahre hinter Gitter kommt. Vielleicht lebenslänglich. Warum erzählen Sie mir das alles? Weil Sie möglicherweise verhindern können, dass Herr Hassler für einen Mord bestraft wird, den er gar nicht begangen hat. Ich muss raus. Ich habe Zeit mitgebracht, Herr Lobschatz. Ihr Schwager wusste von den krummen Ausgeschäften Ihres Mannes. Tun Sie mir einen Gefallen. Ich möchte einmal nicht mehr darüber nachdenken müssen und davon sprechen. Danke. Können Sie das verstehen? Okay, Sie brauchen nichts weiter zu sagen. Danke. Ich glaube, eigentlich sind Sie doch ein ganz fröhlicher Mensch. Sieht man mir das noch ein bisschen an? Ich sehe es. Und? Wie ist das bei Ihnen? Was steckt hinter Ihrer rauen Schale? Ich weiß nicht, ob ich rau bin. Ich sage nur, was ich denke. Ich glaube, man kann Ihnen vertrauen. Ich vertraue Ihnen. Ich kann Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Wenn ein Mensch in Not ist, dann hilft man ihm. Und Herr Hassler ist in Not. Doch nicht durch meine Schuld. Wenn Sie Hassler entlasten können und Sie tun es nicht, dann machen Sie sich schuldig, Herr Lobschatz. Vielleicht finden Sie noch einen anderen Zeugen. Bei mir vergeuden Sie nur Ihre Zeit. Wahrscheinlich haben Sie recht. Entschuldigung. Wiedersehen. Na, was ist denn? Pass doch auf, Idiot! Wie viele von diesen Wagen besitzt Ihre Firma? Da müssen Sie den Chef fragen. Und der Chef, der sagte mir, dass er 3 von diesen Kastenwagen besitzt. Und dann fand er auch schnell den Fahrer, der seinen Wagen am Nachmittag des Tattages dem krankgeschriebenen Kollegen Lobschatz überlassen hatte. Und angesichts dieser Aussage klappte Lobschatz zusammen und gab zu, dass er mit dem geliehenen Wagen im Auslieferungslager gewesen war, und dass Hassler neben ihm stand, als 100 Meter entfernt im Büro die Schüsse fielen. Und warum hat er das erst zugegeben und dann wieder abgestritten? Ganz einfach. Die Waschbecken, die Lobschatz aus dem Auslieferungslager holen wollte, brauchte er für seine Schwarzarbeit. Aber nachdem du ihm in deiner liebenswürdigen Art klargemacht hast, dass die Polizei sich für diese Schwarzarbeit interessieren würde, bekam er Angst, dass auf diese Weise vielleicht sein Chef davon erfahren würde. Und da zog er es vor, seine entlastende Aussage zu widerrufen.
Arbeitsplätze sind heute Mangelware. Vielleicht hast du mal was davon gehört. Du? So bald hast du mich nicht zurückerwartet, ne? Hast geglaubt, die würden mich noch ein paar Jahre doch behalten. Um ein Haar wär's geschehen. Wie geht's dir? Sieh mich an, dann weißt du's. Kann ich irgendetwas für dich tun? Setz dich. Ich wollte gerade... Setz dich! Und jetzt wirst du mir was erzählen. Von meinem Bruder. Ist das wahr? Ja. Wenn du dich mit ihm eingelassen hast, okay. Aber warum musstest du der Polizei diese Briefe zeigen? Seine Liebesbriefe. Ich werde dir alles erzählen. Als du nach Hause gekommen bist und mir gesagt hast, dass man deinen Bruder erschossen hat, war ich wie gelähmt. Ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. Was soll ich dir gesagt haben? Dass die Polizei dich vernommen hat. Dass man dich verdächtigt. Weiter. Ja. Dann ist mir wieder eingefallen, wie ihr euch gestritten habt. Wie du ihn bedroht hast. Du weißt nicht, was du da redest. Du bist wahnsinnig. Du hast ihn gehasst. Weil er anders war als du. Aber ich war glücklich mit ihm. Ich wollte mit ihm zusammenbleiben. Deshalb hast du ihn umgebracht. Du hast den Verstand verloren. Ich sag die Wahrheit. Ich habe endlich den Mut dazu. War immer nur ein Stück Besitz für dich. Aber jetzt gehöre ich dir nicht mehr. Ich bin frei. Ich bin frei. Was habe ich dir getan? Warum hast du mich so? Lass mich! Lass mich los! Hörst du es dir jetzt an? Nein! Nein! Lass mich! Au! Was ist passiert? Er hat mich geschlagen. Ich habe gedacht, er bringt mich um. Im letzten Moment konnte ich mich gerade noch losreißen. Kommen Sie, ich verarzte Sie erst einmal. War das Donutgerät eingeschaltet? Ja. Aber das Band konnte ich natürlich nicht mitbringen. Ich war froh, dass ich selber weg war. Bitte. Ich jetzt nicht mehr. Fürs Erste können Sie bei mir bleiben. Ich habe Platz genug. Danke. Sie sind sehr nett. So. Das sieht zwar nicht sehr schön aus. Das ist meine kleinste Sorge. So. Wollen Sie sich vielleicht ein bisschen hinlegen? Nein, nein, danke. Geht schon. Ist Ihnen noch was eingefallen? Gespräche oder Telefonate, die Ihr Mann geführt hat? Ungewöhnliche Abbuchungen von seinem Konto? Denken Sie nach.
glaube, ich habe nicht mehr die Kraft dazu. Wo haben Sie das Gerät entdeckt? In einem Schrankfach. Sie sollten eine unvorsichtige Äußerung von sich geben. Vielleicht ein Schuldbekenntnis. Das war die Absicht. Nie habe ich geglaubt, dass meine Frau auf so eine Idee kommt. Die Idee muss nicht von Ihrer Frau gekommen sein. Ja, von wem denn sonst? Dann wollte ich Ihnen noch etwas zeigen. Ich war heute Morgen in der Wohnung meines Bruders. Sie ist von der Polizei wieder freigegeben worden, um ein paar Sachen zu ordnen. Als ich kam, fand ich diesen Brief hier im Briefkasten. Ich habe ihn aufgemacht. Der Absender ist ein französischer Immobilienmakler. Er schickt meinem Bruder hiermit Prospekte von Landhäusern und Bungalows. Alle an der Mittelmeerküste gelegen. Dazu eine Preisliste. Und in seinem Begleitbrief schreibt er, dass er sich freut, meinem Bruder bei dessen nächsten Besuch diese Häuser zeigen zu können. Die französische Mittelmeerküste ist eine ziemlich teure Gegend. Ja. Und mein Bruder hat nie Geld gehabt. Kann es sein, dass er welches erwartet hat? Eines Tages, vor 3 oder 4 Wochen, da kam ich einmal früher nach Hause, als mein Mann erwartet hatte. Und als ich in die Garage fuhr, da hörte ich so merkwürdige Geräusche. Und als ich die Haustür aufschloss, da merkte ich, dass sie aus dem Keller kamen. Es hörte sich an, als wenn jemand schießen würde. Gleich darauf kam ein Mann aus dem Keller und sagte, ein Eisenregal sei kaputt gegangen und er hätte es wieder zusammengeschlagen. Naja, ich habe mir damals keine weiteren Gedanken gemacht. Heute bin ich sicher. Es waren Schüsse. Sie haben doch sicher Ihren Schlüssel dabei. Ihren Hausschlüssel. Ja. Das Geschoss, das wir aus dem Brustkorb des Opfers geholt haben. Typisch die beim Abschießen entstandenen Verfeuerungsspuren. Sie weisen auf Bearbeitungs- und Gebrauchsspuren im Lauf der Tatwaffe hin. Das zweite Geschoss. Es zeigt die gleichen Einkerbungen und Markierungen. Dieses zweite Geschoss haben wir im Brett eines Regals gefunden, das im Werkzeugkeller Ihres Mandanten steht. Das ist das Foto des Vergleichsmikroskops. Die genaue Übereinstimmung der Einkerbung und Schraffierung beweist, dass beide Geschosse aus derselben Waffe abgefeuert worden sind. Der Tatwaffe. Glauben Sie immer noch an die Unschuld Ihres Mandanten? Thank you.
Claudia! Was willst du? Ich will. Lass mich! Los. Nein! Lass Hilfe! Du weißt, dass dieser Mann ein Mörder ist und du tust alles, um ihn da rauszupauken. Warum? Für mich ist jemand erst dann ein Mörder, wenn er rechtskräftig verurteilt wurde. Jetzt will ich dir mal etwas sagen. Beende deinen unsinnigen Privatkrieg gegen diesen Mann. Dieser Mann hat seine Frau auf offener Straße misshandelt. Ja, was ist? Ihr Kaffee. Nein, danke. Aber ich bitte. Danke. Wenn du Beweise hast, dass er der Täter ist, dann leg sie auf den Tisch. Bis jetzt hast du nur Vermutungen geliefert. Ich habe den Beweis geliefert, dass er mit der Waffe, die als Tatwaffe identifiziert worden ist, in seinem Keller Schießübungen veranstaltet hat. Du bist in sein Haus eingedrungen und hast entdeckt, dass mit der Tatwaffe geschossen wurde. Aber wer geschossen hat und zu welchem Zeitpunkt, darüber kannst du keine Aussage machen. Dein sogenannter Beweis wäre vor Gericht kein Pfennig wert. Vor allem, da man Hassler nicht einmal nachweisen kann, dass er überhaupt eine Waffe besessen hat. Das ist wieder mal so ein Augenblick, wo du über dich selbst hinauswächst. Wenn du glaubst, dass Hassler der Täter ist, warum versuchst du nicht, die Tatwaffe zu finden? Also du machst mir vielleicht Spaß. Na, wenn er die Waffe benutzt hat, muss er sie hinterher ja irgendwo gelassen haben. Soll das ein Tipp sein? Vielleicht. Aber doch ein Tipp gegen deinen Mandanten. Das ist möglich. Am Anfang habe ich gedacht, du bist so ein Typ, der überall mal was mitnimmt. Solche Typen kannst du auch mal erwischen. Tust mir sehr gut. Sag mal, du kennst doch die Straße zwischen dem Auslieferungslager und eurem Haus. Wechselst du immer so schnell das Thema? Entschuldige, aber da geht mir was nicht aus dem Kopf. Was? Die Pistole. Irgendwo muss sie doch geblieben sein. Was Sie uns da vorschlagen, ist noch ein Spiel mit vielen Unbekannten. Fast schon eine Pokerparty. Dabei haben Sie doch was gegen Pokern. Zumindest in unserer Kommissarrunde. Aus gutem Grund. Ja, und jetzt mischen Sie plötzlich für uns die Karten. Ohne Sie würde das Spiel nicht laufen. Na nur, wenn es schief geht, dann bringen wir eins aufs Dach, Sie nicht. Und wenn es gut läuft, bekommen Sie den Gewinn. Ich hole erst mal ein Bier. Ein Glas für Sie haben wir schon. Das Industriegelände mit dem Auslieferungslager. Die Autobahnunterführung. Eine lange Strecke an Feldern vorbei. Schließlich Gärten. Euer Haus. Wenn du versuchst, dich in die Lage deines Mannes zu versetzen. Das kann ich nicht. Du musst. Versuch es. Er verlässt mit der Tatwaffe im Wagen das Auslieferungslager. Er weiß, dass die Polizei ihn verdächtigt. Er muss die Waffe loswerden. Es ist Nacht. Er fährt durch die Autobahnbrücke an den Feldern entlang. Kurz vor der Autobahn ist ein Feldweg. Man sieht ihn kaum. Am Ende des Weges befindet sich ein verlassener Tonstich. Mein Mann wollte da mal Ton holen, als er einen Teich in unserem Garten angelegt hatte. Aber er kam mit leerem Anhänger zurück. Er meinte, es sei die reinste Wildnis. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Die berühmte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Aber ich kenne einen, der hat sie gefunden. Frank 3121, Durchsage für 3110. 3110 hört. Beschriebene Person hat um 5.40 Uhr das Haus verlassen. Wagen fährt jetzt B3, südliche Richtung. Ende. Ich hoffe, dass Ihre Rechnung aufgeht, Doktor.
Wir haben da nämlich einiges in Bewegung gesetzt. Ich hoffe es auch. Kaffee? Der könnte gut tun. Otto, gehst du mal? Immer ich. Was haben Sie eigentlich morgens für einen Blutdruck, Doktor? Immer zu hoch. Meiner ist manchmal ganz unten, beinahe weg. Da kann ich nur noch geriebene Äpfel essen. Trauriges Leben. Frank 3121, Durchsage für 3110. 3110 hört? Beschriebene Person fährt jetzt Darmstädter Landstraße in Richtung Neu-Isenburg. Ende. Guten Morgen. Dürfen wir Ihre Papiere sehen? Du? Guten Morgen. Weißt du, was du von mir willst? Ich wollte dich abholen. Tut mir leid, ich muss weg. Raus? In die Natur? Genau. Um die Tatwaffe zu suchen? Ja, sicher. Das war doch wohl dein Tipp. Du kommst leider zu spät, mein Lieber. Wieso? Die Tatwaffe ist vor einer Stunde gefunden worden. Im Kofferraum eines PKWs. Willst du wissen, in welchem? Sie wollten die Pistole in der Nähe des Tonstichs verstecken. Und zwar so, dass sie von jemandem, der sie dort sucht, gefunden wird. Aber da an der Waffe kein Fingerabdruck Ihres Mannes war, mussten Sie noch mehr tun, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Diese Stiefel haben auffällige Profilsohlen. Und sie gehören Ihrem Mann. Sie sind mit seinem Wagen gefahren. Das hätte schon eine gute Spur ergeben. Sie haben die Stiefel angezogen und wollten damit eine zweite Spur durchs Dickicht zum Tonstich legen. Dann wollten Sie sie zurückstellen zu den anderen Schuhen Ihres Mannes. Und dort sollten sie von uns entdeckt werden. Ja, ja, ja. Ich wollte ihn... Sie wollten Ihren Mann vernichten. Sie wollten es schon lange. Aber vernichtet wurde Ihr Schwager. Sie hat also die ganze Zeit die Waffe gehabt. Richtig. Und sie hat auch die Übungsschüsse im Keller abgefeuert. Richtig. Und ich als nützlicher Idiot suche nach den Geschossen. Richtig. Woher hatten Sie die Waffe? Mein Schwager hatte sie besorgt. Wozu? Frau Hassler, wozu brauchten Sie die Pistole? Um meinen Mann zu töten. Weil er das Geld hatte, das Sie und Ihr Schwager für Ihr neues Leben brauchten. Mein Schwager wollte ihn umbringen. Dann bekam er es mit der Angst. Ich sagte, wenn er es nicht tun kann, dann würde ich es tun. Dann ist er ins Auslieferungslager gefahren, um seinen Bruder zu warnen. Und Sie sind ihm nachgefahren? Ich habe ihn erst im Büro meines Mannes erreicht. Er drehte sich zu mir um und sagte,
Du wolltest meinen Bruder umbringen. Du bist für mich gestorben. Er? Da haben sie auf ihn geschossen. Mit der Pistole, die für ihren Mann bestimmt war. Ein Versager. Mein Mann hatte recht. Er war ein totaler Versager. Sie hat dich benutzt. Genau wie du mit deinem heißen Tipp. Erlaubt ist, was der Wahrheitsfindung dient. Tag, Dr. Lenz. Guten Tag. Kopf hoch, Junge. Ich habe mich auch immer in die falschen Frauen verliebt.